Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin. Servus, liebe Löwenfans. Willkommen zu Folge 32 von Ein Team, ein Podcast. Unfassbar, dass wir schon so viele Folgen haben. Heute mit unserem Torhüter. Willkommen, Andreas Miroslav Palika. Hey, hallo. Freue mich. Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis, abonniert uns, lasst uns gerne Feedback da und erzählt Familie, Freunden und allen Schweden und Tschechen in eurem Bekanntenkreis von dieser Folge. Jetzt geht's los mit der ersten Kategorie. Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live. Hier blicken wir auf das aktuelle sportliche Geschehen. Das ist aktuell alles andere als einfach einzuordnen eigentlich, also... Es ist nicht ganz einfach, euch einzuordnen momentan, Palle. Pleite in Göppingen, dann ein überzeugender, überragender Sieg in Berlin und dann wieder unentschieden in Minden. So ein bisschen eine Wundertüte. Wie siehst du das gerade? Ja, ne, genau so wie du es erklärt hast. Ich denke, meine persönliche Erklärung ist, dass es so jetzt ja, 2,5 Jahre irgendwie laufen, ne? Hoch und runter, runter und hoch. Und wie ich das am besten kläre, ist, dass wir große Probleme haben, als Gruppe stabil zu leisten. Wir beherrschen eine negative Phase in den Spielen relativ schlecht und fangen da an, relativ individuell zu spielen. Und kommen dann von unserem Grundplan dann weg. Und es ist leicht zu sagen, aber viel schwerer zu machen auf dem Feld. Aber wir kämpfen damit täglich und wissen, hoffe ich, woran wir arbeiten müssen. Mhm. Nach 18 Spieltagen stehen dann jetzt bereits 10 Minuspunkte zu Buche. Niemand hat vor der Saison wirklich ernsthaft gesagt, wir wollen deutscher Meister werden. Trotzdem ist das nicht so ganz unser eigener Anspruch, oder? Also mit dem Kader, was wir haben, kann man auch sagen, die letzten Jahre gehören wie meiner Meinung zu den Top 3 Kadern, also aufs Papier in der Bundesliga quasi. Wir haben ein paar Punkte zu viel. Ich würde sagen, das Spiel zu Hause gegen Leipzig, jetzt auswärts in Göppingen, Minden, auswärts in Hannover, ist alles Spiele, was wir normalerweise, also nicht normalerweise, das ist heutige Tage sehr harte Handballspiele. Ja? Und dem Gegner, die sind näher und näher an uns gekommen. Aber trotzdem haben wir in diesen Spielen genau darüber, wo wir gerade vorher gesprochen haben, zu schlecht geleistet, also irgendwie zu individuell und kam nicht zu unseren Leistungen. Und das hat uns dann in so irgendwie, wie nennt man das, also wie ein schwarzes Wolken quasi, dass man spürt das fast in den Spielen, dass wir so verlieren sollen. Und müssen wir schnell ändern. Ne? Es fällt ja vor allen Dingen auf, dass wir gegen die anderen Top-Teams nur gegen Kiel verloren haben. Dafür aber halt Punktverluste gegen Minden, Göppingen, Leipzig, Hannover. Ist das die eigentliche Kunst, dass man diese vermeintlichen Pflichtaufgaben eigentlich Woche für Woche in diesen Alltag bestehen muss? Ja, es gibt ja natürlich den Blick von allen Menschen von außen, wie die auf alles anschaut. Dann gibt es natürlich, wie es wirklich ist, also wie wir das in der Mannschaft dann drauf schaut. Also wir, natürlich weiß man, wenn man deutscher Meister werden wollen, dann muss man halt gegen alle Mannschaften auswärts punkten. Dann hast du die Top-Mannschaften wie Kiel, Flensburg, auch Berlin. Man kann jetzt 2-3 Mannschaften noch dazu zählen, also wie es sich durch die Jahre entwickelt haben, wo man es als Pluspunkte zieht, das auswärts zu gewinnen. Und dann muss man natürlich alle Spiele zu Hause gewinnen. So easy ist das. Und haben wir die letzten Jahre nicht so rund geschafft. Auch nicht bis jetzt in dieser Saison. Da ist halt THW und Flensburg momentan stabiler als wir. Wie groß ist die Vorfreude nach dem letzten Spiel auf Juri Knorr? Also wie sehr freust du dich darauf, dass der nicht gegen euch spielt, sondern mit dir im Team?
Ja, natürlich freue ich mich. Also es wird vor allem ein also, ich sag mal, Meilenstein bei den Löwen, wo Andy Schmidt auf der Mitte jetzt, ja, ich weiß nicht genau wie viele Jahre, aber sagen wir mal 6-7 Jahre, also komplett da durchgespielt haben und eine Art und Weise zu spielen hat. Und jetzt wird dazu ein junger Deutscher in Juri Knorr zugebunden und zusammen mit Andy sollen das ganze Löwen dann weiterentwickeln. So, ich sehe das als ein sehr spannender Schritt von Löwen, da jetzt auch ja, nicht, ich will nichts, was Neues zu probieren, aber zusammen mit Andy auch kann der Juri sich auch mega viel entwickeln in dem Jahr. Ja. So, natürlich eine mehr gute Verpflichtung für den Löwen. Ja, man konnte merken, dass er ein bisschen was zu zeigen hatte, ne? Dass er seinen neuen Club beeindrucken wollte. Starkes Spiel von ihm, 7 Tore, 6 Assists. Ich finde, dass seine Spielweise der von Andy wirklich sehr ähnelt. Ne? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er zu uns kommt, weil er dann vom Großmeister weiterhin was lernen kann. Ja, er ist, die erinnert sich ein bisschen voneinander, obwohl ich würde auch sagen, dass die komplett anders sind. Also Juri hat Fähigkeiten, was Andy nicht hat, und Andy andersrum auch so. Das ist aber nichts Schlechtes dabei, sondern ich fand es immer gut, wenn man zwei verschiedene Spielertypen auf einer Position haben, und das kriegen wir mit den beiden. Aber reicht es denn dann, dass die beiden jetzt mal Stand jetzt und heute nur ein Jahr zusammenspielen? Wäre es nicht irgendwie ein bisschen cooler, die würden vielleicht noch ein bisschen länger miteinander spielen? Vielleicht 2-3 Jahre? Und was müssen wir Andy Schmidt anbieten, dass der noch ein paar Jahre bleibt? Ja, Andy Schmidt ist ja natürlich eine außergewöhnliche Handballer, was nicht täglich geboren wird, und hat für den Löwen unheimlich große Sachen gemacht. Ja. Aber früher oder später, wie auf jeder Position, ist das ja Zeit, dass irgendjemand das übernimmt. Und wenn ein Jahr es reicht oder nicht, das kann ich nicht beantworten. Aber was ich sagen kann, ist, dass der Andy auf jeden Fall der Juri Knorr auch weiterbringen kann und ihm zeigen, wie es hier bei dem Löwen dann läuft. Dann müsste der Verein und Andy dann sprechen, falls es hier dann weitergeht oder nicht. Irgendwas wird man da finden. Sonntag, erstes Heimspiel im Jahr 2021. Dieses Jahr war die Spanne, die wir kein Heimspiel hatten, gefühlt noch länger als sonst. Also kein Bundesliga-Heimspiel logischerweise. Jetzt geht's gegen Göppingen. Da habt ihr noch eine Rechnung offen, oder? Ja, also da zählt nur ein Sieg, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das war eine unglaubliche Enttäuschung in Göppingen, also wie wir da aufgetreten sind. Zu viele Ausreden, zu viele schlechte Leistungen, und da gilt eigentlich nur ein Sieg, obwohl Göppingen eine riesen Entwicklung gemacht haben als Mannschaft. Sehe ich uns als Favoriten, und also ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich muss aber langsam auch sagen, dass ich vermisse die Fans unheimlich viel in der Arena. Das ist ja, wird langsam langweilig, also nicht sozusagen, sondern das ist unsere Arbeit, aber ich vermisse wirklich den Fans, und ich hoffe mega, dass wir gleich zu mehr normalen Zeiten gehen, dass die in der Halle jetzt wieder kommen können, weil das gehört einfach zum Handball. Ich hoffe wirklich, dass wir zumindest die neue Saison dann normal planen können. Also ich glaube schon, dass wir diese Saison noch Zuschauer sehen werden, aber in einer nicht wirklich gewohnten in einer gewohnten Anzahl. Wobei wir können uns ja schon über, selbst wenn bei uns nur 100 kommen, sind das schon 100 mehr als bisher. Also, ja, das stimmt. Also ist furchtbar hart, ehrlicherweise. Mega. Aber glaubst du, dass das auch so ein bisschen der Grund ist? Also was mir jetzt halt aufgefallen ist, beim Göppingen-Spiel und auch beim Minden-Spiel, uns fehlt so ein bisschen dass die Geschwindigkeit, uns fehlt so ein bisschen, also viele Fans würden ja sagen oder schreiben ja auch in Social Media, ja, das liegt auch ein bisschen an der Einstellung, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber du weißt bestimmt, wie ich es meine, fehlt da so ein bisschen der Drive, Spiele dann auch irgendwie zu drehen, weil mir fällt in der Liga schon ein bisschen auf, wer relativ früh führt, der hat es dann eigentlich auch, so richtig die Comeback-Siege außer vom THW gibt's eigentlich nicht.
Naja, das ist ja erstmal eine Stärke von einer Mannschaft, wenn man das so drehen kann. Aber ich sehe das halt so, dass in dieser Phase ist es nicht so erlaubt, Ausreden zu benutzen, weil es sieht genauso ähnlich aus wie alle anderen Mannschaften. Und alle Mannschaften, das kommt darauf an, welche Ansprüche man hat als Mannschaft. Und wir haben immer hohe Ansprüche hier gehabt und haben das aber die letzten Jahre nicht hingekriegt, die zu halten. Meiner Meinung liegt das nicht an die Zuschauer, weil eigentlich soll es uns helfen, dass es keine Zuschauer ist in Minden, also nicht das Gegenteil. Und wir führen in Minden mit 4-0. Also in Göppingen führen wir auch mit 20 Arzen, denke ich, oder also zwei Tore Führung in der 40. Minute, wo wir das Spiel gedreht haben. Und da passiert irgendwas, wo es innerhalb zwei Minuten dem Gegner uns 6-0 macht. Und das liegt mehr als auf uns selbst, auf unsere, ich weiß nicht, also Fokus oder Leistung, als auf die Zuschauer oder dem Fehlen des Reizes für das Spiel. Mhm. Also das kann ich nicht so sagen, dass es uns fehlt. Also alle sind immer mega heiß auf die Spiele, sondern das ist rein taktisch und rein leistungsmäßig, Spieler für Spieler. Und als Mannschaft. Zu unserer Geschichte dieses Jahr gehört aber natürlich auch unfassbares Verletzungspech. Aber wem erzähle ich das? Apfel fällt wegen verschiedener Verletzungen und Operationen schon seit der Vorbereitung aus. Du warst dann im Oktober und November einige Wochen raus. Dafür sind wir aber, wie ich finde, echt gut durchgekommen. Also wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, wir würden da stehen, wo wir stehen, ohne unsere beiden Stammtorhüter, hätte ich das erstmal kritisch beäugt. Was sagst du zur Leistung deiner Vertreter? Ich finde, die haben das sehr gut gemacht. Also der David, der Gierze, der Katze, die haben tatsächlich der Arbeit richtig gut gemacht und gute Leistungen gezeigt. Man darf auch nicht vergessen, dass wir alle Spiele in Europapokal gewonnen haben, außer der 10-0-Niederlage gegen Pallister hier zuletzt. Ja, die war aber, also das haben wir aber nicht gespielt. Da war eure Leistung aber auch echt furchtbar in Bietula. Ja. Also 10-0 zu genau, verlieren, genau. Das ist. Nee, man soll auch nicht zu negativ sein. Und was man hinter die Kulissen in diese negative Seite, wie man es nennen soll, weil ich will nicht zu negativ werden, ist ja, dass wir sehen die Entwicklung von einem David Späth und zuletzt haben wir noch ein Debutant, was da Tor gemacht haben und Philipp Ahonso macht einen riesen Schritt in die Spiele, wo er spielen darf und so weiter und so weiter und so weiter. Der Kasper hat ja auch früher, jetzt ist er auch leider verletzt, aber hat ja auch in einem Spiel 7 von 7 gemacht und da weiß ich vom alten Seiten, dass es gab Kritik, dass die Junglöwen dann vielleicht nicht zu viel Platz gekriegt haben und jetzt mittlerweile kriegen die Spielzeit und Spielpraxis und die machen das auch vernünftig und das freut mich. Also selten habe ich so eine Entwicklung so offen sehen können wie die von Philipp Ahonso. Das ist schon heftig. Also man merkt, je mehr Spielzeit er bekommt, desto mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, es war tatsächlich von Anfang an bei ihm auch so ein Selbstvertrauensding. Und nachdem er jetzt in den Europacup-Spielen teilweise 10 Tore gemacht hat, merkt man, dass der, ja, ich hätte fast gesagt, jetzt auf einmal ganz andere Eier in der Hose hat. Aber ja, ist ja so. Das ist ja, also ist ja auf der Position auch viel, hat ja sehr, sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und auch jetzt gegen GOG wieder überragendes Spiel von ihm. Ja, ist ja natürlich klar, wenn man als Haupteigenschaft einen mega Wurf haben und das nicht so oft benutzen dürfen, dann wartet man ja natürlich auf die Chance. Und wenn die Chance kommt, möchte man natürlich alles zeigen. Und als Glück für ihn ist das auch mega gut gelaufen. Und der Trainer hat dann viel Vertrauen in ihm gehabt. Und er durfte dann jetzt 2-3 Mal 60 Minuten fast durchspielen und hatte da freie Würfe sozusagen. Und
nur so kann man dann Selbstvertrauen kriegen. Das ist schwer, das im Training sich zu erarbeiten, sondern das muss wirklich in einem heißen Moment während deines Spiels sein. Und das hat er gut gemacht. Und ich denke, wenn Philipp weiter so gut arbeitet, hat er wirklich eine riesen Zukunft vor sich. Da liegt aber viel Arbeit drin immer noch. Ich bin da auch sehr gespannt auf diese weitere Entwicklung. Ist auf jeden Fall schön, da mal wieder, um jetzt mit David Späth und Ahansu mal die beiden wirklich herausragenden Akteure der Junglöwen mal rauszuheben. Die sind natürlich schon, die sind unfassbar unterwegs gerade. Und das ist schön einfach zu sehen. Das zeigt, dass unsere Jugendarbeit wunderbar funktioniert. Du hast dann am 13.12. gegen Flensburg dein Comeback gegeben. Hättest du zu dem Zeitpunkt es schon für möglich gehalten, dass du keinen ganzen Monat später schon eine solche WM in Ägypten spielst? Nein, also erstmal, ich hatte ja mein Innenband da abgerissen, 25. Oktober, und 7 Wochen später stand ich ja dann gegen Flensburg auf die Platte, obwohl ich vielleicht eigentlich 12 Wochen Pause gebraucht hätten. Aber das war so gewollt, und ich konnte auch in dem Spiel das Mannschaft dann wieder ein bisschen helfen, obwohl mein Körper Tag danach dann natürlich mega kaputt war. War das für den selbstbewussten Mannschaft und uns alle natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Da ist auch wieder so ein Spiel, wo wir eigentlich gewinnen sollten, aber wir haben gezeigt, dass wenn wir auf unserem Top-Niveau spielen, können wir wirklich Flensburg aus der Halle spielen. Dann haben wir gleichzeitig gezeigt, dass wenn wir auf unserem niedrigsten Niveau spielen, dann können wir auch zu Hause mit 10 Toren gegen Flensburg verlieren. Und das ist halt schwer psychisch, also mit solchen Situationen umzugehen, weil man weiß, man spürt ja, was man kann, ne? Und wir wissen das alle. Und meine Meinung war, wir immer noch, obwohl der Unentschieden, das bessere Mannschaft, also über 60 Minuten. War auf jeden Fall ein sehr frustrierender Tag. Ja. Vor allen Dingen ausgerechnet Mario Steinhauser. Naja, und wann es dann zum WM kommt, also falls ich in dem Spiel gegen Flensburg habe ich gar nicht auf der Weltmeisterschaft gedacht, sondern ich habe da gespielt, und dann sah es relativ gut aus, und dann hatte ich noch 5 Spiele mit dem Löwen. Dann hatte ich abgesprochen mit dem Verbandstrainer, dass ich komme dahin. Er wollte, dass ich Kapitän werde für die Mannschaft, ein bisschen Erfahrung reinbringen, und das habe ich dann auch so gewollt, und eigentlich hatte ich nicht vor, so viel zu spielen bei der Weltmeisterschaft, aber irgendwie ist das ganze Weltmeisterschaft jetzt ein riesen positives Geschichte für Schweden, und dann versteht ja auch vielleicht jeder, warum man dann so viel gespielt haben, wie ich dann am Ende gemacht habe. Siehst du, das war jetzt schon der große Unterschied zwischen Schweden und Deutschland. Für Deutschland war das nämlich nicht so eine große WM. Und weil ihr so eine tolle WM gespielt habt, glaube ich, haben einige deutsche Handballer jetzt wahrscheinlich ein bisschen arg großen Respekt vor euch in der Olympia-Quali nächste Woche, übernächste Woche. Boah, das weiß ich nicht. Ich denke schon, dass die auch sieht, wo unsere Stärken liegt, und dass wir eine freudevolle, schnelle Handball spielen, ne? Mit einer sehr harten Deckung. Das ist ja kein Geheimnis. Jetzt kommt ja auch Peke und Winczek zurück in den Innenblock bei Deutschland. Ich glaube, das wird den ganzen Defensive ein bisschen stabiler machen. Dazu kommt auch noch ein paar Spiele dazu, und ich sehe immer noch Deutschland als große Favorit in der Gruppe. Komm schon. Dazu sehen sie sich selber auch. Das müssen sie mit diesem Kader. Und das ist ja natürlich klar. Man kann ja Mann für Mann einfach durchgehen bei allen Mannschaften. Und das sieht man ja einfach. Du hast Champions League-Siege Innenblock, also Peke, Winczek. Du hast Wolf, einen von den besten Torhütern der Welt, dazu mit Bitter und Heinefetter auch natürlich genau überragende Torhütern. Du hast auf die Außenpositionen beide Seiten, muss man nicht sagen. Du hast auf halb rechts und halb links überragende Spieler.
auch Champions League-Sieger. Du hast in der Mitte, denke ich, werden sie mit Weber spielen. Das ist ja vielleicht der so, wie soll man sagen, also es fehlt ja so eine vielleicht richtige Mittelmann für Deutschland. Und da denke ich, da wird ja vielleicht auch Juri Knorr in der Zukunft der Mann sein, was auch der deutsche Handball so ein bisschen nach vorne bringen. Also, dass er ein bisschen für die anderen spielen können und so. Ich glaube, dass du die deutsche Mannschaft jetzt stärker geredet hast, als es Alfred Gislason könnte. Nein, aber das ist auch so die deutsche Art und Weise, auf eine Niederlage zu gucken, weil sie 12. geworden sind bei WM. Es war eigentlich nur Deutschland und Schweden, was so viele Absagen hatten, ja, bei der WM. Und dazu möchte ich mich nicht so viel äußern, aber Deutschland hat ja eine fantastische Mannschaft. Man spielt zu Hause und ich finde es selbst ein bisschen komisch, wenn die selbst nicht finden, dass die das beste Kader haben. Also haben sie ja. Also natürlich hat Slowenien vielleicht die drei besten Mittelmann zusammen mit Gottfriedsson in der Gruppe. Aber auf halb rechts, halb links und Kreis und überall, also gibt es ja so eine Kapazität in Deutschland, dass das fast, wie sagt man, man wird ja, die haben einen super Kader halt. Also auf jeden Fall werden wir relativ früh schlauer sein, was das angeht, weil Schweden, Deutschland, da ja sofort das allererste Spiel ist. Ist natürlich gut, Heimvorteil, muss man ehrlich sein, ist nicht mehr so wirklich da, ne? Keine Zuschauer in der Halle. Das wäre dann nochmal mit Sicherheit nochmal spannend gewesen. Da wären wir nämlich dann zum ersten Mal so seit unserer gemeinsamen Löwenzeit mal auf verschiedenen Seiten gestanden, wa? Geil, oder? Großer Zweikampf. Kommt nicht so nah an dem Tag. Da muss ich wirklich schon sagen, das wird tatsächlich mal richtig, richtig komisch, weil das zum ersten Mal ein Spiel sein wird, wo halt auch bei den Gegnern unheimlich viele Spieler spielen, die ich halt von meinem Verein kenne. Wird auf jeden Fall ein spannender Tag dort in Berlin. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir, wie es ausgeht. Ich bin sehr gespannt. Es ist zumindest meine letzte Chance auf Olympia. Also ich werde versuchen, alles dafür zu tun, das zu erleben. Also das wird, also Olympia wird ja wahrscheinlich auch noch nicht so sein, wie man es kennen wird oder kannte. Das wird wahrscheinlich auch noch irgendwie vielleicht mit der Hälfte der Zuschauer. Ich glaube, Olympia wird auch noch ein bisschen komisches Turnier dieses Jahr in Japan. Ja, es sind immer noch spannende Zeiten. Aber ich wollte dir auf jeden Fall selbstverständlich noch nachträglich zur Nominierung ins All-Star-Team der WM gratulieren. Ganz stark. Dass du dir keine Verletzung geholt hast bei dieser einen Parade da, wo dein Bein gefühlt unterm Hallendach hängt, wundert mich immer wieder. Ja, also erstmal Dankeschön. Das war ja natürlich eine persönliche Erfolg, also nicht ein Ziel von mir, aber das ist ja gut gelaufen für mich bei der Weltmeisterschaft, genauso wie für die Mannschaft und hat ja dann Spaß gemacht mit diesem persönlichen Erfolg oder wie man das jetzt nennen. Zweitens diese Parade, was ich da gemacht habe, ja doch, ich habe mich da verletzt. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen wehgetan hast du dir, ne? Ja, ne, ich habe mich schon verletzt und das ist auch das, was mir so von den Europapokalspielen weggehalten haben, weil ich auf Belastungspause bin quasi und das ist alles mit dem Löwen abgesprochen und geht darum, dass mein Körper einfach halten soll. Mhm. Es war eine harte Zeit, du warst da dran vorher mit der Verletzung von Apfel und wir haben ja immer früher 50-50 gespielt ungefähr oder 55-45, so irgendwie wie es für den einen oder anderen gelaufen ist und das ist natürlich ein mega Belastungsunterschied für mich jetzt gerade, wo ich dann ja dreimal die Woche viel spielen müssen. Mhm. Und das hat sich gezeigt da nach der Knieverletzung. Da hatte ich 16 Spiele in 5 Wochen und dann kam der Wand. Das muss ich auch sagen. Also da hat der Körper auch irgendwie Stopp gesagt. Und ich habe alles versucht, aber hat nicht geholfen. So, da war eine Pause erzwungen.
Aber das war es ja auch ein bisschen wert, oder? Also ich habe dich bei ESPN, also ein amerikanischer Sportfernsehsender, ich glaube, die wissen noch nicht mal, was Handball ist normalerweise in Amerika. Warst du auf Platz 1 der geilsten Sportszenen mit dieser Parade? Hast du das wahrgenommen gehabt? Ja, ich habe es ja gesehen, dann natürlich habe ich es von vielen verschiedenen Richtungen dann zugeschickt gekriegt. Und der Parade, also in dem Moment habe ich einfach, oh, schön, dass ich es gehalten habe. Also so irgendwie, weil wir dann mit Luft, es war ja ein mega harter Halbfinale gegen Frankreich. Aber nach dem Spiel habe ich das ja auch dann gesehen. Es sieht ja relativ cool aus, das möchte ich auch zugeben, weil man so rumkommt. Ja. Und rutscht ein bisschen weg und landet auch ganz platt. Also das sieht ja schon lustig aus. So, ja, es ist ja irgendwie cool, dass es so einen riesen virtuellen Zuschlag gekriegt haben auf der Welt. Das freut mich natürlich. Also ich fand es krass, du lagst dann so auf dem Boden und dann hast du was gesagt. Ich weiß nicht genau, wer kam, Gottfriedsson oder was. Ich weiß es nicht mehr, wirklich nicht mehr genau. Und guckst so zu dir runter und mein Gefühl war, du hast ihn gefragt, habe ich ihn gehalten? Ja, so irgendwas habe ich gesagt, ja. Ich denke, ich sage, lass mich kurz liegen, weil mein Körper einfach wehgetan hat. Spiel schon mal weiter, ich bleibe hier noch ganz kurz ein paar Sekunden liegen. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Aktion. Das werden im besten Fall deine ersten Olympischen Spiele. Im besten Fall, ja, wie ich gesagt habe, das ist meine letzte Chance auf einer Olympia. Also ich sehe es nicht so, dass ich in Paris 24 spielen kann. Keine Chance. Ja, wer weiß. Da ist ja auch eine EM in Deutschland, habe ich gehört. Ist ja auch eine Weltmeisterschaft in Schweden 23, aber ich glaube, ich schaffe es sogar auch nicht so weit. Aber wie ich gesagt, diese Quali bedeutet mir sehr und werde versuchen, alles dafür zu tun natürlich, dass wir die Olympia erreichen, weil ich sehe das wirklich als meine letzte Chance auf meine erste Olympia, wenn man das so sagen kann. So. Ich bin sehr gespannt, weil was das bei jemandem freisetzen kann, das haben wir an Andy Schmid gesehen, der mal eben seine erste WM gespielt hat und da ja mal völlig hohl gedreht ist, sportlich. Ja, nee, Andy hat bei der WM insgesamt mit Schweiz der ganz komische Situation einfach ausgenutzt und hat überragende Handball gezeigt. Die haben ja da ein paar Ergebnisse, wovon Leute nicht geglaubt haben am Anfang. Die haben sogar fast Frankreich geschlagen und riesen Turnier von denen. Die sollen sehr stolz sein. Man muss ja auch ehrlich sagen, diese Gruppe, diese Vorrundengruppe war ja unmenschlich. Ja. Also und durch die Schweiz noch schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Das war Frankreich, was war das? Frankreich, Norwegen, Schweiz. Schweiz und weiß gar nicht, wer der vierte war. Die haben sich auch alle schön auf die USA eingeschossen. Dann kommt Andy Schmid. Ach ja, war schon auch irgendwie eine spannende WM, muss man schon auch sagen. Ne? Also auch schöne Geschichten. Also viele reden über Gottje Mbumbi zum Beispiel, auch so eine Geschichte. Wäre normalerweise auch irgendwie untergegangen. Aber bei dieser WM gab es so viele lustige und tolle Geschichten. War trotzdem schön, oder? Ich denke, also mit allem herum und wie negativ man da darüber gesprochen haben, also besonders in Deutschland, also die Deutschen, die waren mega negativ eingestellt zu der Turnier. So habe ich das nicht gemerkt bei Schweden zum Beispiel oder ja, viele andere Nationen, aber am Ende des Tages denke ich, dass jeder, was da war und das hingekriegt hat nach Kairo, kommt nach Hause mit guten Erlebnissen und haben da auch sehr viel Spaß gehabt. Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, wir Deutschen sind in allem sehr negativ. Ja, merke ich auch. Also bei dieser WM muss ich aber auch ehrlich sagen, hat es mich aber auch angekotzt. Also teilweise, sowas gibt es auch, glaube ich, echt nur in Deutschland. Teilweise haben Kommentatoren der Sender, die Spiele von Deutschland kommentiert haben, im Internet einen Text geschrieben, dass die WM gar nicht stattfinden darf. Also
irgendwie schizophren auch. Also, aber ich glaube tatsächlich, dass das so eine deutsche Eigenheit ist. Ne? Wir haben halt an allem was zu meckern irgendwie. Ja, man sucht halt immer, das ist auch so eine Journalistik-Sache, aber ich finde, es ist brutal in Deutschland. Man sucht immer nur das Negative fast und schreibt lieber über die drei Fehler, was sag mal jetzt Uwe Gensheimer gemacht hat, obwohl er 10 Tore schießen. Also das finde ich in Deutschland brutal und schädigt eigentlich unsere Sportart. Ich finde es ganz unnötig und dafür stehe ich. Ich habe auch ab und zu hier große Probleme gehabt mit solchen Aussagen, weil ich denke komplett anders als Mensch und haben denen das auch dann deutlich gesagt. Das muss auch, glaube ich, manchmal so sein, dass man das auch mal deutlich sagt. Also ich sehe das nämlich ganz genauso wie du. Das ist ja nicht nur ein Handballproblem, sondern das ist ja zieht sich ja über alle Sportarten. Also im Fußball zum Beispiel sogar noch mal ein doppeltes Schlimmer. Es ist halt, ich glaube, der Deutsche an sich sieht seine Helden gerne stolpern. Und das ist, ich glaube, dass das schon auch Uwe hat ja dann von Neid und Missgunst gesprochen. Ich glaube, so weit weg ist er da gar nicht. Ich glaube, dass in Deutschland der Neidfaktor schon auch relativ hoch ist und man dann erfolgreiche Menschen dann einfach auch gerne sieht, wie sie den Weg nach unten antreten. Und dann gibt es halt auch die ein oder andere Zeitung, das ein oder andere Blatt in Deutschland, das das dann noch sehr gerne begleitet. Ist schade, aber kann man nichts machen. Ja, nein, ist so, ja doch. Man kann immer für sich selbst und seine eigene Persönlichkeit dazu stehen. Also wir sind keine perfekt und wir werden immer wieder Fehler machen. Also obwohl dass man 80 Jahre alt ist oder 10 Jahre alt, wirst du immer Fehler machen. Und das versuche ich sogar meinem Sohn immer zu erzählen, dass wir sind keine perfekt und davon müssen wir immer lernen. Aber die Medien, die versuchen immer die schwachen Momente von den Spielern, wo dem Spieler eigentlich davon leidet, dass er dem Erfolg für sein Land nicht hingekriegt haben und so weiter, wo er alles dafür getan hat, dass er fürs Land Erfolg haben sollte. Und dann drücken sie dann die Spielen dann nochmal runter. Und das kann ich halt nicht so verstehen. Also Kritik, ja, wenn man nicht die Leistung gebracht haben, aber die Themen, was ab und zu in Deutschland hier hochgebracht werden, ich will keine Beispiele nennen, aber das ist für mich einfach, ist brutal. Also ich lache halt darüber, also wie dumm es ist. Aber das ist meine Meinung. Und wie gesagt, also wenn es mir persönlich trifft, dann bin ich da sehr deutlich, was ich dazu finde. Das denke ich, das merkt man auch bei mir beim Interviews oder im Fernsehen oder sowas. Finde ich auch gut. Das größte Beispiel in Deutschland vor der WM war ja tatsächlich dieser Podcast, in dem die Äußerungen, die Andi Wolf hier bei uns im Gespräch getan hat, ja auf einmal in allen Zeitungen, in allen Medien waren. Und er hat im Endeffekt einfach seine Meinung gesagt. Und das ist offensichtlich, also einerseits wollen sie Leute, die ihre Meinung sagen, weil ja nicht alle so langweilig sein sollen. Und wenn dann aber einer eine Meinung sagt, dann wird er halt fertig gemacht, als wenn er behauptet hätte, der Himmel wäre grün. Also es ist eine komische... Genau, so ist das. Das ist ja immer das, wenn du das Spieler, du sagst eine Meinung und dann nützt jemand dieses Zitat oder etwas und du hast nicht die Chance, dich zu schützen oder die drehen das so, wie die wollen. Und das ist natürlich auch das, was viele Spieler in Leise bringen, ja, weil die Spieler, die sind nach ein paar Jahren hier, haben die damit ein bisschen Erfahrung und dann halten die einfach die Klappe, weil die wissen, die drehen das so, wie die wollen und können dich als dich und deine Mannschaft dann einfach Schaden machen. Ja, so ist es. Und das ist natürlich traurig. Also was zum Andi geht, also Wolf, ich kenne ihn ja auch persönlich und ich weiß, dass er eine starke Meinung hat und dass er auch oft ehrlich und direkt ist. Und damit hat viele Menschen Probleme. Aber er hat sich für keiner geändert und dafür soll er ein bisschen so Respekt haben, dass er immer dazu steht, obwohl er natürlich auch nicht perfekt ist. Er sagt ja auch natürlich falsche Sachen und man macht Fehler, wie ich gerade angesprochen habe. Aber er steht zu seiner Person und ist, wie er ist.
von den hochjournalistischen Fragen, die ich in diesem Podcast immer stelle, kommen wir jetzt zu den Fragen, die wir von Mitspielern und Fans und ja, von einigen anderen Leuten bekommen haben. Jetzt kommt meine Lieblingskategorie. Jo. Löwen fragen Löwen. So, die erste Frage, die kommt von deinem guten alten Torhüter-Kollegen Apfel, der irgendwie, also der ist jetzt auch schon wie viele Monate am Stück in Schweden? Ja, viele, viel zu viele. Ja. Also, obwohl er da mega gute Hilfe kriegt natürlich, aber scheiße vermisst es ihm. Also, ja, aber er ist so ein wichtiger Charakter in der Kabine und in der Mannschaft und er kann jeder, also besonders mir, vom 0 bis 100 also hochdrücken, so schnell, und ich vermisse ihn einfach, und das meine ich positiv. Also alle Löwen-Fans, das kann ich an dieser Stelle mal ganz kurz noch als Werbung einschieben, alle Löwen-Fans, die Apfel auch vermissen, denen kann ich sagen, er wird ab Samstag wieder unser Geistershow-Korrespondent aus Schweden sein. Also wir werden, du warst ja auch ein paar Mal zu Gast bei uns in der Löwen-Geistershow, wir feiern großes Comeback gegen Göppingen, und Mikael Appelgren wird uns zugeschaltet sein aus Schweden. Ich bin sehr gespannt. Das letzte Mal, als er zugeschaltet war, saß er in einem Schloss oder sowas. Also keine Ahnung, wo er hat da irgendwie ein Schloss aufgetan oder hat von da gesendet. Oder besitzt er ein Schloss in Schweden? Er besitzt kein Schloss. Denke, oh, nicht, was ich weiß, weil ich habe noch nicht eine Einladung gekriegt. Aber wenn er eine besitzen würde, denke ich, ich würde eine Einladung kriegen. Also wenn er ein Schloss hat, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er derjenige ist, der im Turm steht und sein Haar herunterschmeißt, wenn jemand hoch muss. Ja. Auf jeden Fall hat Apfel eine Frage gestellt und die stelle ich dir jetzt quasi weiter. Ich liebe das. Also, hallo, Palle. Kommt ihm hallo, mal. Palle. Es ist dein Lieblingsapfel hier. Ich weiß, dass es ein bisschen her ist, aber das Weltmeisterschaft lief ja eigentlich ganz gut für Schweden und für dich selbst auch, Mr. All-Star. Meine Frage ist ein bisschen inside, und das, ich kenne dich ja auch ganz gut mittlerweile. Und du bist ja ab und zu ein bisschen rastlos. Deswegen möchte ich eigentlich so ein bisschen mehr Inside haben. Was hast du dann während der Trainingseinheiten und Spielen in dieser Bubble, Quarantäne-Bubble, was ihr da gehabt habt. Wie hast du das so unterhalten? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass man könnte ja auch nicht raus, könnte nicht so viel spazieren. Ja, also war es viel Netflix und Chill mit deinem Zimmerkollege, oder was hast du dann getan? Ja, so, das wäre meine Frage. Ich hoffe, dass du eine gute Antwort gibst, und ja, wir hören uns, sehen uns. Adieu. Ist auf jeden Fall die längste Frage, die wir je bekommen haben. Oder? Ja, nee, da hat der rechte Apfel. Ich bin, ich habe schwierig, so meine Nerven zu halten, wenn zu viel Zeit gibt. Da habe ich zu viele Buchstaben im Körper, um so still zu sitzen. Aber ich habe die beste Hilfe bis jetzt während ein Turnier gehabt. Ich studiere jetzt gerade. Oder habe studiert an dem Zeitpunkt und habe dann viele freie Stunden zum Studieren ausgenutzt. Ich mache so einen Kurs in Finanzen, also in Schweden, Fernstudium, und hat mich immer interessiert, und jetzt habe ich das gemacht. Eigentlich lief es über ein Jahr, aber ich habe das in die Hälfte in ein halbes Jahr gemacht. Jetzt kam aber eine kleine Hausbau in Schweden in den Weg, und ich habe das dann pausiert bis nächstes Jahr, dass ich die zweite Hälfte dann mache, dass es nicht zu viel wird. Das heißt, du hast jetzt ein Schloss in Schweden? Ja, nicht Schloss, ein Holsthaus. Ah, das liebe ich ja an Schweden. Wir haben ein Grundstück gekauft, ich und die Familie in Schweden, und baue jetzt... Anfang des Sommers fangen wir an zu bauen, und es wird schon interessant. Das ist ein riesen Traum von uns als Familie, und jetzt fängt es an. So ein richtiges schwedisches, so ein skandinavisches Holzhaus in Rot? Nee. Ah, okay. Und ihr Deutsche denkt immer, dass die Häuser an der Küste rot sind, aber die sind weiß. Ui. Ja, ein bisschen Internat, Jungs, ziehen hier Sachen rum, die ziehen um oder etwas. Ja.
Nee, wir bauen da ein Haus für unsere Zukunft in Schweden. Entweder wird das ein Ferienhaus oder ein Haus fürs Leben. Kommt drauf an, wie unsere Lebenssituation dann aussieht. Aber guck mal, siehst du, also ich möchte, dass du mir hoch anrechnest, dass ich dazu keinen doofen IKEA-Gag mache. Bist du ja nicht. Die nächste Frage. Ach so, aber jetzt, genau, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen vom Thema. Wen hast du denn auf dem Zimmer gehabt bei der WM? Der Fredrik Pettersson heißt, der Kreisläufer aus Montpellier. So ein Riese, 125 Kilo, 202 groß. Oh. Ganz netter. Also, weil wir haben ja immer mal wieder Videos von dir gesehen. Ihr habt ja Essen aufs Zimmer bekommen. Wie habt ihr euch dann die Zeit vertrieben? Wir kannten uns nicht so gut vorher, aber ich denke, ich werde nie mehr so Zimmerkollege wechseln wollen. Wir haben eine schöne Seite zusammen verbracht. Wir haben World Feud gespielt. Was? Kennst du das? World Feud, also dieses Wortspiel auf einer App? Nee. World Feud, Word Void, ich weiß nicht, wie man das so nennt. Aber cool. Okay. Das haben wir viel gemacht und hatten wir einen Balkon, wo wir den Nil so gesehen haben. Da haben wir ein bisschen Kaffee getrunken und einfach über das Leben gesprochen. Wir sitzen so irgendwie in derselben Lebenssituation mit zwei Kindern und ja, war schön. Sehr cool. Ja gut, ihr wart nicht in dem Hotel, wo man die Pyramiden sehen konnte? Nee, okay. Wir waren aber einmal bei den Pyramiden zum Besuch, also, Corona-Besuch. Ja, das erste Hotel der Deutschen, das muss so krank gewesen sein. Die haben ja wirklich vor der Pyramide gesessen in Gizeh. Wir haben einmal den Apfel, unseren zweiten Stammtorhüter. Wir haben aber auch noch eine Frage von unserem Nachwuchstorhüter. Wir haben gerade über ihn gesprochen und jetzt hat er eine Frage für dich. David Späth. Oh ja. Hi Palle, hier ist David. Meine Frage an dich wäre, was war dein schönster handballerischer Moment, an den du dich gerne heute noch zurückerinnerst? Und hattest du in der Jugend einen Lieblingsspieler oder einen Lieblingsverein? Danke dir, ciao. Ja, danke David für die Frage. Schönste Handballmomente gibt es glücklicherweise ein paar. Ich habe das Glück gehabt, ziemlich viel auf dem Handballfeld zu erleben, aber das jüngste Erlebnis ist natürlich der Weltmeisterschaftsfinale oder der Qualifikation für das Weltmeisterschaftsfinale. Das war ein Riesenerlebnis für uns in Schweden und wie wir dem ganzen Land mitgefiebert hatten. Wir hatten 2 Millionen Zuschauer im Fernsehen, was halt 20% von unserer Bevölkerung ist. Das ist ja natürlich mega und allem Liebe und Nachrichten und alles, was man da gekriegt haben, das habe ich noch nie erlebt. Dann gibt es natürlich meine deutsche Meisterschaft hier mit dem Löwen und meine erste deutsche Meisterschaft und Champions League-Sieg früher in meiner Karriere, was mich war auf dem Herzen liegen dann. Als Erlebnisse. Ich hatte viele Vorbilder, wann ich klein war, aber die zwei oder die drei, was ich so nennen kann, ist Martin Galia, Dejan Peric und Thomas Svensson. Die drei Torhüter habe ich viel verfolgt und die waren auch so meine Helden. Ich glaube, Thomas Svensson hast du bei uns gerade verpasst, ne? Ja, leider, oder wenn man das so sehen kann. Ich hätte gerne, ich habe noch nie Thomas, ich kenne Thomas persönlich, wir sprechen oft im Telefon und so. Ich hatte aber nie dem Glück oder dem, wie man das jetzt auf Deutsch nennt, aber ich konnte noch nie seine Spiele sein. Es wäre mir keine Ehre, mit ihm zu trainieren und ja. Ich denke, er hätte mich auch richtig weiterbringen können. Also er ist ja auch ein überragender Typ. Also wir hatten mit ihm immer sehr, sehr viel Spaß, als er damals mit Gümi noch Co-Trainer und Torwarttrainer bei den Löwen war. Wir haben noch weitere Fragen über Instagram bekommen. Die erste finde ich gut. Dürfen Torhüter auch lächeln? nein. Ja. Das muss, weißt du, wem man das sagen muss, dass Torhüter nicht lächeln dürfen? Benjamin Buric.
Ich finde, der hat. Ja, er lächelt viel, ja. Ey, der hat mir ja schon fast zu gute Laune für einen Handballer. Vor allen Dingen, wenn du gegen ihn verlierst und der grinst dich dann noch an. Und der meint das auch so. Der meint das auch, glaube ich, gar nicht irgendwie, dass er sich über dich lustig macht oder so. Ich glaube, das ist einfach nur ein geiler Typ. Er ist ein mega netter Typ, der Benjamin. Also, aber mich hat das auch einmal gestört, diese Lächeln. Das kann ich schon sagen. Vielleicht nützte das als so eine kleine so Messe in dem Rücken. So. Nein, ja. Spaß, aber nein, jeder sind anders. Ja, absolut. H. Napols fragt: Was ist deine Lieblingseissorte? Meine Lieblings-Eissorte, ja, jetzt hat gerade die Eisdiele geöffnet, da wo ich wohne, in dem kleinen Dorf, und da esse ich immer dunkle Schokolade und Banane mit ein bisschen Sahne. Ah, okay. Nicht und ich mische das so, dass es ganz schrecklich aussieht, das ist so wie ein Kind. Also dunkle Schokolade, das ist ja nicht so ganz mein Fall, aber und Banane schon mal gar nicht, also da wäre ich überhaupt nicht glücklich mit. Nele fragt, das ist auch eine Frage, die auf die auffußt, die wir vorher gestellt hatten, wer ist dein Zimmerpartner auf Auswärtsfahrten? Das ist aber jetzt natürlich auf die Löwen gemünzt. Ja, hier bei den Löwen ist seit diesem Jahr Lukas Nilsson, mein Zimmerkollege. Vater und Sohn quasi. Nein, wir kommen gut miteinander klar. Er wohnt auch in demselben Dorf und wir haben auch als Familien da ein bisschen vorgenommen. Wir haben die viel geholfen hier in der Corona-Zeit. Die haben ja ein Neugeborenes und sind hierher gekommen und mit dem Umzug und alles versucht, die zu helfen. Und ich denke, wir haben einen schönen Respekt füreinander und kommen miteinander gut klar. Kannst du ihm nicht mal ins Gewissen reden, dass er sich mal vernünftige Schuhe kaufen soll und nicht immer die 1000 Euro Schuhe, die aussehen wie Michelin-Männchen oder wie so ein Hovercraft oder was, keine Ahnung, wie so ein Luftkissen. Ich gebe dir recht. Er ist halt, er und seine Frau interessiert sich aber mega für Mode und so. Das mache ich auch zum Beispiel, obwohl ich das während Corona viel verloren habe. Aber die interessieren sich halt drüber und jeder entscheidet, wo der deren Geld investiert. Also ich muss ehrlich sagen, als ich ihn im Podcast hatte, der hat mir locker 5 Klamottenmarken aufgezählt, von denen habe ich noch nie was gehört in meinem Leben. Noch nie. Weil das ist, weil die Klamottenmarke nicht bezahlbar ist für alle uns andere Tödliche. Ja, ich hab's dann geguckt, dann habe ich eine davon, Balenciaga, habe ich dann gegoogelt. Ja, seine Lieblingsmarke. Hier. Also ehrlich, also das ist ja wirklich, also der trägt ja ein halbes Auto. Ja, die sind groß. Ja. Devil RHG fragt, was ist der erste Gedanke nach einem Kopftreffer? Ärger über den Schmerz oder über den Schützen? Ah, ich bin halt so ein Torwart, wo man sagen muss, das habe ich auch meinen Mannschaftskollegen, das sage ich dir auch immer direkt. Also wenn es passiert, dass ihr mich in den Kopf schießt, dann wartet 2-3 Minuten, bevor ihr euch entschuldigt, weil das tut ja natürlich weh und ja, also wenn die richtig nah an dich kommen, dann kann ja passieren, dass da ein bisschen geschrien wird, weil man einfach sauer ist. So ist das. Ab und zu verletzt man sich auch sogar. Aber ich bin ganz deutlich mit meinen Mannschaftskollegen, dass ich das sage und die zeigen dafür Respekt. Aber passiert ab und zu, das weiß ich, das gehört zu meiner Arbeit. So, im Spiel kann da alles mit mir passieren. Okay. Das hat man ja durch die Jahre dann gesehen. Leider. Wir haben, wie du schon sagst, das ist Berufsrisiko. Ne? Es hat mal jemand zu mir gesagt, willst du nicht vom Hai gebissen werden, dann geh nicht ins scheiß Wasser. Im Endeffekt ist es dasselbe wie beim Handballtorhüter. Willst du nicht den Ball an den Kopf kriegen, geh nicht ins scheiß Tor. So ist das. Aber ich habe wirklich, also zweimal in meiner Karriere habe ich Bälle ins Gesicht gekriegt, wo ich wirklich einen Blackout gekriegt habe. Also wo ich nicht mehr so erinnert. Also. Und das ist ja dann natürlich erstmal physisch gefährlich, aber zweitens weiß man ja da nicht so richtig, was man macht. Aber so richtig absichtlich hast du das noch nicht erlebt, oder? Gibt es sowas noch im Handball? Nee. Das war, glaube ich, früher mehr, ne? Ich kann mich nicht vorstellen, dass jemand das mit Absicht heutige Tages machen.
Aber das heißt ja nicht, dass die dich dann nicht richtig schlimm treffen können. Das sowieso, klar. Flom36 hat eine coole Frage, wie ich finde. Hast du mal Bock auf so ein richtig gutes Kreisligaspiel? Er würde deine Mannschaft kennen. Mega, aber nur als Mittelmann. Ah! Ja, ich würde gerne mitspielen, aber nur als Feldspieler. Das würde mich wirklich Spaß machen. Ich habe einmal früher, wo ich bei THW Kiel war, dann haben wir bei Warsteiner gespielt, 5. Liga. Dann habe ich Mittelmann 40 Minuten gespielt. Hat Spaß gemacht. Nee. 4 Tore. Das würde ich aber gerne mal sehen. Damals Dominik Klein im Tor und ich Mittelmann. Ach, hör auf! Und keiner hat gemerkt, dass wir Trikot gewechselt haben. War Dominik Klein im Tor auch nicht so schlecht, oder was? Aber er hat einfach gute gehalten. Also das will so ich wie Andi gegen Swan in dieses Spiel da vor ein paar Jahren. Ich finde ja wir hatten ja mal vor Jahren, das war mein erstes Löwenjahr, hatten wir dieses Abschiedsspiel von Olli Rogisch in der ausverkauften SAP-Arena. Das war dann das aktuelle Löwenteam gegen die deutsche Nationalmannschaft, aber es hat halt keiner ernst genommen. Da sind Sachen passiert, ich stehe ja auf sowas. Ich finde sowas total lustig, wenn dann auf einmal die komischsten Leute da irgendwie was machen. Da ist Olli irgendwann auch mit Trommel durch die Arena gerannt und hat da irgendwie, also... spannend auf jeden Fall. Ja, Jerry Tolbring ja auch auf einmal. Da probiert Martin Schwalb ja hier und da auch mal auf Mitte aus. Also der macht das auch gar nicht schlecht, oder? Ja, er macht er gut. So kenne ich ja immer auch von der Seite in Kriegwanzler, dass er so ein bisschen überall ist. Jerry hat vor allem die letzten Spiele dann auch ein bisschen Spielanteile gekriegt und gezeigt, wie gut er eigentlich ist. So, ja. Freu ich mich für ihn. Gibt's keine zwei Meinungen zu, finde ich. Jakob fragt, Tipps, um gelenkiger zu werden? Um gelenkiger? Aber was meint man mit gelenkiger? Das verstehe ich nicht so. Keine Ahnung. Ja, dann ist mein Tipp, sei froh und iss mal viel Eis. Weil ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Gelenkiger. Ja, weiß ich auch. Vor allem weiß man ja auch nicht. Viel ja, dehnen, oder? Ja, viel dehnen, ja dann, ja natürlich, viel dehnen und natürlich auch, was ich viel mache, ist, also dehnen mit Gewichte. Ah. Also quasi eine Gewichtsstange auf den Schultern und dann in tiefe Kniebeugen da zu stehen und dass man halt die Dehnfähigkeit auf die, in die Sehnen dann ziehen kann, nicht nur über den Muskeln. Ja, das ist doch, lassen wir als Tipp mal durchgehen. Man weiß ja, am meisten denen, die dehnen. Ha, 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 ha. Gott im Himmel, ey. Das ist auch so eine deutsche Ding, also ehrlich. Wow. So, schnell die letzte Frage. Jan fragt, wer war dein bisher bester Mitspieler? Es gibt ein paar, aber ich würde sagen, Nikola Karabatic, Philipp Jischer und Kim Andersson. Markus Alm. Das sind amtliche 4 Stück. Finde ich gut. Nehme ich so. Wir kommen zur letzten Kategorie. Löwen hautnah. So, an dieser Stelle soll es wie immer ein bisschen persönlich werden. Du weißt ja, du bist ein alter Podcast-Hase bei uns, du warst schon mal zu Gast. Wer die Folge verpasst hat, gerne nochmal in Episode 7 reinhören. Da haben wir nämlich dann über die Dinge gesprochen, Anfänge der Karriere, bisherige Station. Das machen wir heute natürlich so nicht nochmal. Im Sommer sind es 5 Jahre schon, die du bei unseren Rhein-Neckar-Löwen bist. Eine ganz schön lange Zeit. Das letzte Jahr war sehr verrückt. Sowas in die Richtung hast du wahrscheinlich noch nie erlebt, oder? Nee, das war eine, ja, du hast das gut genannt, verrückte Saison, wo, ja, man muss das irgendwie, jetzt werde ich wieder negativ, aber das war eine Katastrophe, ja, das Löwensgeschichte. Also erstmal mit dem Trainerabgang, dann Corona und also einfach keine gute Erinnerungen von dem Jahr. Also wenn man das mit meinen 2 ersten Jahre hier vergleichen, ist das wie Himmel und Hölle quasi. Ja. Du bist ja ein sehr reflektierter Mensch, jemand, der sich sehr, sehr viele Gedanken auch macht. Was hat diese Ausnahmesituation mit dir gemacht? Also jetzt Corona.
Corona hat mich, ich sag mal so, ich hatte das Glück, dass ich zweimal nach Schweden fahren konnte, wo das Leben einfach ein bisschen easier für mich und meine Familie dann gelaufen ist. Wo ich zumindest, ich sage nicht das gehabt habe, was alle anderen nicht hatten, aber ich hatte die Nähe zu meiner Familie und konnte zum Beispiel meine Eltern und die Eltern von meiner Frau und so weiter, meine Schwester und so auf Abstand dann treffen. Das hat uns richtig geholfen, weil ich muss schon sagen, dass die ganze Corona hat mich sehr hart getroffen und hat mich phasenweise richtig bitter und gestresst gemacht. Das muss ich zugeben. Und dann hat es sich irgendwie mit dieser Situation, wo wir auch eine lange Zeit in Schweden sein konnten, mich ein bisschen befreit. Ich habe die Freude bei meinen Kindern gesehen und konnte dadurch auch vernünftig leben. Und während der Sport hier einfach nichts gab und man wusste nicht, wie es weitergeht, dann war es natürlich eine mega stressende Situation. Und es ist ja auch nicht top in der Verein gelaufen. Man weiß ja, dass finanziell und alles ist das eine mega schwere Situation. Ja, wir kamen vor allen Dingen, hast du ja gerade auch kurz angerissen, wir kamen ja vor allen Dingen auch sportlich aus einer ziemlich schwierigen Situation. Also was ich zum Beispiel super schade finde für so einen coolen Typen wie Schwalbe, ist, der wird wahrscheinlich, also der wird zu 99% in seiner Löwenkarriere nur ein einziges richtiges Löwenheimspiel erlebt haben. Gegen Hannover mit 12.000 Zuschauern. Ansonsten wird das auf ewig unser Geisterspieltrainer bleiben irgendwie. Und das finde ich einfach auch irgendwie so schade, weil er ist ja auch so ein emotionaler Typ. Und ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, als wir den Wechsel zu Schwalbe gemacht haben, dass wir mit Schwalbe in der letzten Saison noch den einen oder anderen Platz nach oben geklettert werden. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, vor allem hat Schwalbe eine Eigenschaft, was ihm richtig ausmacht und was uns als Mannschaft, und dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Also er hat uns alle in diesem Moment, wo Krille dann weggegangen ist, uns von vielen Sachen befreien können. Nur einfach durch ein geiler Typ zu sein und ein guter Mensch, verstehe. Also er hat schnell zum Beispiel Respekt dafür gesagt, wie ich als Mensch bin und wie der andere und so weiter und so weiter. Und hatte dann die Eigenschaft, dass er uns einfach zu einer Truppe dann gebunden hätte in diese schwere Zeiten. Und das hat dann wieder ein bisschen Spaß gemacht mit Handball. Weil das ist immer die Gefahr, wo man eine sehr, sehr gute Mannschaft haben und man verliert so die Hoffnung auf zum Beispiel deutsche Meisterschaft oder du fliegst raus im Pokal oder was auch immer, dass man nicht den Reiz verlieren, aber man wird so enttäuscht, dass man die Ansprüche dann nicht erreicht haben, dass das auch mitleben kann über mehrere Monate und im schlimmsten Fall auch mehrere Jahre. Und das hat er so irgendwie gut gelöst, obwohl es dieses Jahr auch nicht komplett rund läuft, aber das hat andere Gründe. Ja, ist aber immer noch kein Vergleich zu der letzten Phase, nee, mit André. Natürlich gar nicht. Also wer diesen Prozess auch nochmal von ganz, ganz inside sehen möchte, dem sei nochmal gesagt, dass wir im Fanshop mittlerweile auch die Löwen-Doku auf Blu-ray haben. Da könnt ihr euch auch den Zickenkrieg des Jahres zwischen Palle und Andy Schmid angucken. Ja, vor allem ich und Andi, wir verprügeln uns so zweimal pro Woche, aber das ist nur, weil wir das beide brauchen. So, das ist eine ganz wahre Geschichte, was man da in der Doku sieht. Aber die Szene, das ist ja wie die Waschweiber, ey. Ja, die haben ja auch einen Cut gemacht, wo es richtig zur Sache ging. Ach so, es ist doch schlimmer geworden, oder was? Ja, klar, ich habe ihn ja aufgehängt. Also ich finde es ja super, ich finde sowas gehört dazu, man muss sich auch mal, vor allem wir kennen ja auch alle Andi, der ja auch furchtbar ausrasten kann, wenn es mal sein muss, das gehört ja einfach dazu. Also ich sag es einfach so, ich habe das jetzt so, dass es deutlich wird, also ich und Andi, wir wollen genau dieselbe Sachen auf dem Feld, wir haben aber ab und zu ein paar unterschiedliche Lösungen dazu,
sind, denke ich, zwei starke Charaktere und dass es zwischen uns knallt, das ist mehr normal als unnormal. Das gehört dazu und das gehört wirklich dazu in eine Erfolgssituation, das muss kommen. Ja. Und das ist dann, wir haben das erlaubt, dass die das zeigen dürfen. Und also ich stehe dafür, Andi steht dafür. Aber wir wissen genau, wir haben beide riesen Respekt füreinander und sind Freunde. Also, aber dass es knallt nach einer eintorigen Niederlage in Berlin, ist ja nicht komisch. Ja. Also da, das passiert. Aber jetzt, Halleluja, haben wir endlich unseren Berlin-Fluch gebrochen. Ja, endlich. Ja, siehste. Wir haben richtig geil gespielt in Berlin. Voll, das war richtig, richtig gut. Ja, da hatte der ein oder andere kleine Mensch in Berlin richtig schlechte Laune nachher. Das kann sein. Ja, aber trotzdem haben wir gestern ein sehr trauriges Jubiläum gefeiert. Ist dir vielleicht auch aufgefallen. Gestern vor genau einem Jahr hatten wir unser letztes Spiel mit Zuschauern. Das fühlt sich so weit weg an. Ist das bei euch mittlerweile auch so, wie bei mir zum Beispiel? Also ich kann dir sagen, ich bin das mittlerweile schon so gewohnt, dass ich, glaube ich, erstmal mich wieder umstellen muss, wenn Zuschauer in die Halle kommen. Ja, so, ich sehe es genauso wie du, obwohl ich auch hier früher gesagt habe, dass also ich vermisse die Fans mehr als nie vorher. Also man merkt, dass was fehlt und ich glaube, die ganze Situation ist für mich persönlich irgendwie an der Grenze jetzt, dass es zu viel wird. Mir würde es mega helfen, wenn die Fans einfach wieder da sind. Und das ist natürlich nichts, wovon man ein Jubiläum macht, dass man ein Jahr ohne Zuschauer da ist. Das ist einfach scheiße, lass mich das so sagen, dass der Welt so aussieht, wie es ist. Ist absolut die richtige Wortwahl in diesem Fall. Wir müssen den Podcast zwar jetzt ab 16 machen, aber ist in Ordnung. Ja, Entschuldigung. Auch wenn es nur ein schwacher Trost ist, ich finde es doch relativ cool, dass wir, haben ja jetzt viele Vereine über alle Sportarten, dass wir jetzt diese Pappkameraden, diese Fanvertreter auf der Tribüne haben. Sieht einfach cool aus, finde ich. Und ist ja, das darf man ja auch immer nicht unterschätzen, auch finanziell wenigstens ein kleines Zubrot, was die Löwen da mit verdienen. Deswegen kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, der sagt, ich möchte den Löwen irgendwie helfen, holt euch so einen Pappkameraden. Im Fanshop, hast du dir auch schon einen bestellt? Ich habe für meine Kinder bestellt. Sehr cool. Also, habe ich auch sofort gemacht. Ich wollte auch so ein Ding unbedingt da stehen haben. Aber man musste die Arme so vor den Körper machen, so, damit das nicht rausragt. Und ich sehe aus wie so ein T-Rex, der gleich vorne rüberfällt. So, kurze Arme. Ja, so. Mann, das sieht so ganz komisch, eine ganz komische Perspektive. Und dann haben die mich jetzt auch noch in die erste Reihe gestellt. Also irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus. Aber ich bin trotzdem stolz drauf, weil das darf man ja auch, muss man dazu sagen, die Fans bekommen die Dinger ja nachher. Also ist jetzt gar nicht mal so, dass ihr, wenn ihr sagt, pass auf, ich will so ein Ding haben, aber der landet dann im Müll und ich weiß ja gar nicht, wo der steht. Ich glaube, die werden alle nachher signiert und dann bekommen die Fans die. Also auch da sehr coole Idee. Und deswegen glaube ich, dass es sich für jeden Löwen-Fan lohnt, sich so einen Löwen-Fan-Vertreter zu bestellen. Geht ganz einfach in unserem Fanshop auf rhein-neckar-löwen.de. Wie groß ist denn dein Kontakt zu Apfel gerade? Ja, wir sprechen ab und zu. Ich würde sagen, wir haben seitdem 5-6 Mal telefoniert länger und machen immer so ein Check-up, wie es läuft. Ich glaube, ihm geht's richtig gut, dass er in Schweden seine Reha machen kann, weil er da auch täglich den Zugang hat zum Kraftraum, also quasi Tür zu Tür und zu Physiotherapeuten und solche Sachen, Arzt und alles. Da durch die Nationalmannschaft und natürlich auch durch Löwen, also in Zusammensprache. So, wir sprechen halt. Wir sind aber so Langsprecher. Wenn wir anfangen zu sprechen, dann sprechen wir halt eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Und dann haben wir so alles geklärt und dann rufen wir zwei Wochen später und machen dasselbe wieder. Das ist doch, aber mit und ab und zu ein bisschen Snapchat und Instagram und so. Ah, natürlich. Snapchat, macht man das noch? Ja, ich habe so eine kleine Teil Kumpels auf Snapchat, wo wir immer noch
bisschen Spaß machen. Wird er denn auch manchmal zu Teamsitzungen oder sowas dazugeschaltet? Wie ist die, also wie ist der Kontakt von Apfel zur Mannschaft? Gibt es da technische Lösungen? Ja, er meldet sich natürlich. Wir haben so eine Gruppe, wo alle Spiele in der Mannschaft ist. Da schreibt er natürlich immer vor und nach die Spiele und dann ist er im Mannschaftsrat dabei und dann macht er auch natürlich teil auf alle Videokonferenzen und alles, was wir da machen müssen. Und ja, er ist natürlich beteiligt. Nicht vergessen, abonniert unseren Podcast und bekommt automatisch immer die aktuelle Folge geliefert. Hattest du schon mal so viele Torhüter-Kollegen in einer Saison wie dieses Jahr bei den Löwen? Kurze Antwort, nein, das hatte ich nicht. Aber ich hatte auch nie die Möglichkeit und der Ehre, mit zwei so junge und talentierte Torhüter zu arbeiten. Es macht mich riesig Spaß. Ich habe was Neues bei mir erfunden, dass es mir wirklich Spaß macht, in deren Entwicklung einfach reinzuziehen und zu sehen, wie die sich lernen wollen und dass ich dir helfen kann. Das freut mich und das gibt mir auch so ein, nicht Ziel, aber so ein Reiz, dass es vielleicht auch irgendwas in der Zukunft da für mich liegen kann, also mit so jüngeren Torhütern zu arbeiten. Das macht wirklich Spaß. Mhm. Katze, David und Niklas sind ja auch komplett unterschiedliche Typen in sich schon, aber von denen ist noch keiner ins T-Rex-Kostüm geschlüpft, oder? Nein, Katze ist ja geholt als erfahrene Hilfe für mich, also im ersten Fall und hat seine Aufgabe auch gut gemacht. Er hat ein besonderes Stil, was ich jemals gesehen habe, aber macht seine Sache richtig gut und hat dadurch eine geile Karriere gehabt. Wie schon gesagt, also der David und Niklas, die haben irgendwie ihre Karrieren vor sich. Also ich sehe deren beste Punkte schon in mindestens 10 Jahren. Ja? So, die haben einen langen Weg zu wandern und beide haben gute Voraussetzungen und gute Körpergrößen und Technik. Da weiß ich aber auch selbst, wie viel harte Arbeit dahinter liegen muss, um wirklich auf der oberste Etage zu kommen. Ne? Die haben aber beide die Möglichkeiten. Ich habe vor allen Dingen das Gefühl, dass Katze immer besser wird. Ich glaube, dass der klar am Anfang auch ein bisschen gebraucht hat, um überhaupt wieder reinzukommen in den Flow, aber ich habe das Gefühl, Katze wird immer stärker. Ja, er hat ja jetzt zuletzt richtig gut gehalten und er hat ja seine Chancen gekriegt und wie du sagst, am Ende hier hat er das auch richtig gut ausnutzen können und er ist weit weg als fertig mit seiner Handballkarriere. Er möchte weiter spielen und ich bin mir sicher, dass er also wirklich 2-3 Jahre noch auf diesem Niveau spielen kann und einfach Respekt zu ihm, dass er immer noch diese Leistung bringen kann. Ist auch ein echt cooler Typ. Ihr seid im Trainingszentrum momentan auf 3 Kabinen aufgeteilt. Aktivitäten außerhalb des Sports sind eigentlich auch kaum möglich. Maid Patrail hat im letzten Podcast auch angedeutet, dass er eigentlich nur so persönlichen Kontakt zu den Leuten hat, mit denen er in einer Kabine ist. Welche Auswirkungen hat dieses 3-Kabinen-System auf die Stimmung innerhalb der Mannschaft? Es ist schwer zu sagen, aber natürlich macht das was aus. Also ich denke, für die neuen Spieler, was allgemein hierher gekommen sind und für die Frauen und alles, ist die Corona-Situation natürlich brutal schlecht, weil die Sozialisierung einfach in der Halle zu treffen oder die Kinder treffen sich und so weiter, dass man da irgendwie eine Beziehung aufbauen kann, ist ja komplett weggefallen. Das erstmal ist ja nicht gut, weil alle sitzen ja dann zu Hause alleine, man dürfen sich nicht treffen. Und besonders wir Sportler, wir dürfen Leute eigentlich gar nicht treffen, weil wir dürfen halt nicht Corona kriegen. Dann ist es nicht gut. Ja. Und in die Kabine hier als Mannschaft, natürlich ist es langweilig. Man hätte ja natürlich eine gemeinsame Mannschaft in einer Kabine gerne gesehen, wo wir ab und zu ein bisschen Spaß machen konnten. Und so ist es leider nicht. Wobei ich es ehrlicherweise, ja gut, ist halt die Frage, ne? Ich meine, ihr seid auf dem Spielfeld so ohne Abstand, mit so viel Körperkontakt, also ob es dann tatsächlich die 3 Kabinen sind, die uns da am Ende retten, sei jetzt mal dahingestellt. Im Jahr 2021... Das ist ein ganz anderes Thema. Ja, im Jahr 2021 ist ja jetzt auch alles notgedrungen, digital und über Distanz. Mit Apfel haben wir jetzt sogar einen Kabinen-DJ, der, habe ich mir sagen lassen, der ist ja nicht vor Ort, aber dass er trotzdem Johnny steuert. Bist du zufrieden mit der Musikauswahl, die Apfel Johnny aufgibt?
Ich muss da ein bisschen Druck machen hier jetzt zuletzt, dass ich ein paar Lieder von meiner auch reinkriege. Also da macht auf jeden Fall Apfel eine bessere Arbeit als Johnny bisher. Okay, was ist denn so deine Musik? Aber ich möchte so Techno und House und so vor die Spiele haben. Und da bin ich so ganz verrückt und das liegt nicht so in der Zeit für bei vielen Spielen. Also deutsche Hip-Hop und so, da ist bestimmt gut, aber ich verstehe das nicht. Oh Mann, aber ey, da sind wir voll gleich. Also ich höre auch super gerne 90er-Songs, die auch so sind, so House, Techno, ein bisschen was vorangeht, aber deutscher Hip-Hop, ey, ja, egal. Lass uns schnell einen Themawechsel machen, sonst rede ich mich in Rage. Welches Amt übst du aus? Bist du Paddle-Beauftragter? Na, ich bin jetzt, wie heißt das? Kohle ist Mannschaftskasse wart und ich. Du bist ein Eintreiber, oder? Ja, wenn, nicht quasi, oder? Ich bin mehr so, wenn er weg ist, dann gucke ich, dass keine Strafe kriegen, einfach. Ich hab schon gedacht, du bist ein Geldeintreiber, weil da könnte man ja deinen zweiten Namen ganz gut benutzen, weil das klingt schon gefährlich, wenn man sagt: Miroslav, wenn du nicht bezahlst, dann schicke ich Miroslav vorbei, holt der Geld ab. So ungefähr, ja. aber was hat es denn mit Paddle-Tennis auf sich? Also ich habe das ja auch vor 3 Jahren mal ausprobiert. Ist eine überragende Sportart. Bist du da sehr aktiv? Ihr Schweden macht das gerne, ne? Ja, ich bin leider seit langem nicht. Seit meiner Knieverletzung habe ich nicht mehr gespielt. Und es war ja auch nicht möglich zu spielen wegen Corona. Ich war ja auch schon weit in den Planen, als ein Paddle-Center, dass ich persönlich ein Paddle-Center besitzen will. Das hat ja alles dann, ist ja richtig auf Pause gekommen hier während Corona. Aber ich liebe den Sportart, ich bin halt nicht so gut, aber es macht mir mega viel Spaß und ich weiß, nach meiner Handballkarriere werde ich dann zusammen mit meinem Kumpel, weil in Schweden gibt es so eine Liga und da werden wir irgendwo in so eine Kreisliga spielen, weil, um nur Spaß zu haben und uns ein bisschen zu bewegen. So. Zlatan Ibrahimovic hat doch so ein Ding, oder nicht? Hat der nicht so ein riesiges Paddle-Center irgendwie? Ja, er hat eine ganze Firma. Er hat in Schweden 15 Centers aufgebaut. Also riesen Ding hat er einfach. Also das. Es ist ja in Schweden gibt's also ist so ein Paddleboom. Also da gibt's in jeder Stadt, in Göteborg gibt's mittlerweile 20 Stationen, wo du spielen kann. Also irgendwie 400 Bahnen, also Spielfelder, wo du drauf spielen kann. Das ist mega groß geworden. Hab da mal Bilder gesehen. Kennst du Zlatan Ibrahimovic? Nee, leider nicht. Ich würde so unheimlich gerne ihm gerne einmal in mein Leben treffen. Also cooler Typ muss man suchen. Also riesen Typ und was er für Schweden gemacht habe, ist einfach genial. Ja, seine Sprüche sind halt immer sehr lustig. Ich habe ja mal, mir ist ja schon auch klar, dass in Schweden nicht jeder jeden kennt. Da habe ich ja mal mit Andy Schmid Ärger gehabt, als ich ihn gefragt habe, ob er Roger Federer kennt, hat er mich gefragt: Du denkst auch, dass wir uns in der Schweiz alles kennen und jeder kennt sich, oder? Aber so meine ich das ja gar nicht. Aber ihr seid alle Spitzensportler eines Landes und da hätte es ja mal sein können, dass man sich da tatsächlich mal kennenlernt. Aber vielleicht lernt ihr euch ja wirklich mal über diese Paddle-Leidenschaft kennen. Das wäre natürlich schon cool. Ich werde schon 100% starstruck, wenn ich Zlatan Ibrahimovic treffen würde. Dann würde ich so wie ein kleiner Junge werden. Das kann ich dir schon 100% sagen. Echt? Ja. Also wirklich. Geiler Typ. Jetzt hat er sich ja gerade mit LeBron James angelegt. Sucht sich auch immer Gegner auf Augenhöhe, die er sich da so rauszieht. Wenn wir dann beim Thema Fußball gerade sind, durch Zlatan Ibrahimovic, wir wollen ja momentan oder dieses Jahr so ein kleines Ranking aufstellen. Wer sind die Top 3 Fußballer bei den Rhein-Neckar-Löwen? Also jetzt oder alle Zeiten? Nee, aus deiner Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen. Auf meiner Seite, Andy Schmidt ist der Schlechteste, 100%. Also er ist wirklich also Katastrophe, gegen keinen Zweikampf, hat kleine Füße, trifft keinen Ball. Was mich aber auch gar nicht wundert. Also, aber richtig schlecht ist er, leider. Und er ist in meiner Mannschaft. Wir haben gute Spieler, ist auf jeden Fall Johnny.
Er ist normalerweise gut, aber gestern war er richtig, richtig schlecht. Aber er ist normalerweise richtig gut und ich würde sagen, er ist unser bester Fußballer. Dann, ja, er ist gut. Was haben wir noch? Ja, dann ist das ziemlich eng. Okay. Ich war früher gut, aber ich bin ganz unten gerutscht, das muss ich auch zugeben. Ja, wir verteilen immer Punkte nach der Kategorie, also nach der. Ja, okay, Jonny erste, dann kommt, würde ich sagen, Jerry zweiter, ja, Niklas Lagarde dritter, vierter, so um spielen zu können. Was haben wir noch? Uwe. Ja, muss ich gar alles sagen? Nein! So ist der Top 5. Nur Top 3. Top 3. Ja, Top 3. Deswegen musst du dich jetzt noch ganz kurz zwischen Niklas Kierkelöcke und Romain Lagarde entscheiden. Machen es easy. Wir machen Jonny, Jerry und Uwe. So machen wir das. So, okay, alles klar. Jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Deine Top 3 Lieblingsclubs, sportartübergreifend. Und du darfst die Löwen nicht nennen. Ich darf die Löwen nicht nennen. Malmö FF. Weil du ja Löwenspieler bist. Mhm. Das ist doch der Heimatverein von Ibrahimovic, oder nicht? Ja, das ist mein Verein in Schweden. FC Barcelona. Real Beslitz, IK. Was ist das? Also mein Ursprungsverein in Göteborg, Handball. Ah, okay. Den habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Also die sind 20 Mal schwedische Meister geworden. Also bist du arrogant oder was? Das muss jeder kennen. Da kommt Spiele wie Magnus Wieslander, Stefan Löfgren, Martin Bokvist. Da hast du alle große Spieler kommen von da. Sag mir nochmal, wie der Club heißt. Red Beslitz IK, also RIK. Ist der Verkürzung für die Mannschaft. Ja, ich bin ja nicht so, also ich bin ja erst durch die Löwen so richtig in den Handball reingekommen, seit zu meiner. Also meine gute Kerl, jetzt bin ich enttäuscht, aber richtig, richtig. Ich schicke dir ein Trikot von da, dass du was da lernen kannst. Okay, kann. Ich hab mich übrigens, wo du es gerade ansprichst, ich habe letzte Woche ein Trikot geschickt bekommen von Erwin Feuchtmann von Ademar Leon. Das soll an dieser Stelle auch mal kurz erwähnt sein, sage ich auch an dieser Stelle. Offiziellen Stelle mal Dankeschön. Fand ich auch irgendwie sehr cool. Vor allem haben die auch echt schöne Trikots. Die haben so riesige Löwen auf der Seite vom Trikot. Vielleicht sollten sich unsere Trikotdesigner das auch mal angucken. Aber die sind so cool, die Brüder, Feuchtmann. Also wir haben ja gegen die gespielt jetzt bei der Weltmeisterschaft, die Feuchtmann-Brüder. Also die sind so ehrgeizig und so dick. Also die sind wirkliche Handball des Chiles. Also, und es macht Spaß gegen diese Spieler, weil die so ehrgeizig sind. Die sind auch lustige Typen. Ich habe auch mit ihm gesprochen. Lustige Typen. Coole Typen. Erwin Feuchtmann war ja der große Held in der Lanxess Arena in Köln bei der WM 2019. Die ganzen deutschen Fans, die an den nicht-deutschen Spieltagen da waren, haben immer, wenn er ein Tor geworfen hat, seinen Nachnamen gerufen. So, als wäre er ein deutscher Nationalspieler. Total cool. Jetzt habe ich geguckt, also Redberg Slitz IK. Genau. Ja, leider muss ich mir da eingestehen, dass ich den tatsächlich noch nicht gehört habe. Aber das hat doch nichts mit Arroganz zu tun, Kerl. Das kostet eins. Das ist diese Können muss man haben. Ja, ich gebe dir irgendwann mal einen aus dafür. Danke. Und ich werde mich einlesen, natürlich, selbstverständlich. Du warst, bevor du 2016 zu den Löwen kamst, ja auch ein Jahr für Aalborg in Dänemark aktiv. Hast du da noch Kontakt hin? Ja, ich spreche oft mit dem Manager. Der Sohn des Managers ist auch ein Freund von mir. Wir haben da Kontakt gekriegt während dem Jahr. So, ja, ich habe Kontakt mit einigen Spielern und ich folge der Verein natürlich. Ein geiler Verein, Aalborg. Die haben eine riesen Zukunft vor sich auch, denke ich. Die haben ja gerade Mikkel Hansen geholt und ich höre Gerüchten hier hin und her, dass auch nicht nur einer, sondern drei, vier andere Top-Spieler da hingehen soll. So schauen wir. Ja, vor allen Dingen, also du warst dann nicht überrascht von der Neuigkeit, dass Mikkel Hansen nach Aalborg wechselt. Hör ich raus. Ja, ich dachte nicht, dass er so früh nach Hause gehen sollte. Ich wusste, dass er Vertragsauslauf hat. Aber wenn er zu irgendeinem Verein in Dänemark gehen sollte, dachte ich schon, dass er nach Aalborg geht. Weil ich weiß, die haben die Möglichkeiten da oben. Also rein finanziell und auch mit den Zuschauern und alles, die haben ein Gesamtpaket, was wirklich gut ist. So.
Da. Also nach Mikkel Hansen waren ja auf einmal ungefähr alle skandinavischen Topspieler mit Aalborg in Verbindung. Unter anderem auch Mads Mensa, Christian Björnsen, dessen Wechsel ist ja mittlerweile auch bekannt gegeben worden. Sogar auch der ein oder andere Löwe. Weißt du mehr von den ambitionierten Plänen der Dänen? Ich weiß viel, aber das bleibt bei mir. Aber woher? Ja, ne, das ist kein Spaß, was die da oben machen, sondern die gehen für Erfolge in Champions League oder gehen nach Erfolge in Champions League und dafür muss man natürlich sehr gute Spieler holen. Ich denke aber trotzdem, dass die dänischen Spieler dem näher am Herzen liegen als alle anderen Nationalitäten. Und ich glaube auch, dass ein paar von den dänischen Spielern werden auch älter und können sich vorstellen, wieder zurück nach Dänemark zu gehen. Und dann spreche ich natürlich nicht von Niklas Kierkegaard, sondern allgemein um Europa. Und ich denke, da wird man ein paar richtig gute Spieler die nächsten Jahre sehen. Aber woher kommt denn das Geld da auf einmal her? Die haben riesen finanzielle Voraussetzungen da oben. Erstmal ist das ein super Club, was das durch viele, viele Jahre das klasse aufgebaut hat mit einem Durchschnitt von 4.500 Zuschauern und dazu ein paar finanziell starke Kräften im Rücken. Ne? So. Klingt. Und dann ist das ja natürlich auch, dass man zu Hause spielen darf. Also dann muss man vielleicht nicht, dann liegt das vielleicht nicht da immer an das Finanzielle. Also kannst du dir vorstellen, dass die tatsächlich in den nächsten Jahren um die Champions League mitspielen? Also weil mit viel Geld haben es ja schon ganz andere versucht und sind daran gescheitert. Also. Ja, ne, also so werden sie das nicht machen. Also jetzt bin ich hier kein Experte, aber so schnell wird das ja auch nicht gehen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die mit der Mannschaft, was sie jetzt haben, was auch schon überragend ist, richtig gute Ergebnisse bei der Champions League machen. Also das heißt ja mehr, um ein bisschen Spitzkompetenz reinzukriegen, also ein bisschen ein Niveau noch von der Spielerqualität auf einige Positionen, dann ist man ja da oben. So ein bisschen wie AG damals oder sowas, ja, aber nicht im selben Art und Weise, wie die das damals gemacht haben. Rückkehr in die Champions League, ist das noch eins deiner großen Ziele für deine weitere Zeit hier bei uns, bei den Löwen? Ja, also ich will unbedingt meine Karriere in Champions League beenden. Das macht mich mega viel Spaß und hat mich immer einen Reiz gegeben und extra Motivation. So in Champions League zu spielen, ist für mich ein Ziel. Und ich hoffe, dass der Verein dieses Ziel auch nachgehen wollen. Das müssen wir halt erstmal in der Zukunft gucken, wo Löwen stehen wollen. Mhm. Wir hätten nichts dagegen, nochmal in die Champions League einzuziehen und da nochmal für Furore zu sorgen. Vielen, vielen Dank, Palle, dass du dir Zeit genommen hast für deinen zweiten Auftritt hier bei uns bei Ein Team, ein Podcast. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dir, aber es ist ja immer so, wenn wir Interviews führen, dass wir immer sehr viel Spaß miteinander haben. Ja, ich bin ja so ein mega lustiger Typ. Super lustig bin ich. Nein, aber ich finde es immer geil, hier zu sein und ein bisschen zu quatschen. Und ist auch schön für die Menschen, dann können die meine ehrliche und gerade Meinung hören über Sachen. Und ich hoffe, dass die sich dafür freuen und dann kriegen sie auch Verständnis für einige Sachen. Das finde ich immer geil. Ich auch. Ich glaube vor allen Dingen, dass wir jetzt dem einen oder anderen wieder 1:20 Autofahrt oder ähnliches verkürzt haben. Also war wieder sehr, sehr cool. Letzte Hinweise, bevor wir hier den Deckel drauf machen. Also am Samstag spielen wir zu Hause gegen Göppingen. Da gibt's wieder die Löwen-Geister-Show. Hinweis noch, wir strahlen ja immer schon auf Facebook und auf YouTube aus. Wir haben eine neue Plattform, auf der wir ausspielen, nämlich auch auf Twitch. Das heißt, wir sind am Samstag tatsächlich überall mit der erfolgreichsten Show ihrer Art, der Löwengeister-Show, zu sehen. Ich freue mich jetzt schon wieder sehr drauf. Hoffe natürlich, dass unsere Jungs gegen Göpping dann auch die Rechnung begleichen können, die wir mit denen noch offen haben. Und ansonsten hören wir uns in den nächsten Wochen wieder. Das war die zweite Folge mit Andreas Palicka. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, mach's gut. Das war Ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.